Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tropico 6 zusammen mit meiner wundervollen Gouverneursfrau. Hallo. Die schon weiter ist als ich. Ja, ich habe hier schon richtige Straßen. Ich habe hier eine ganze Menge zu bauen. Ich muss irgendwo eine Botschaft platzieren und weiß im Moment nicht so ganz wo. Wobei man ja... Krieg erklären. Was? Junger Mann. Junge Frau? Das habe ich gehört. Was denn? Ich habe es gehört. Was denn? Du willst mir den Krieg erklären? Ich kann nichts machen. Meine Piraten sind noch für 120 Tage gesperrt. Ich kann keine Beute machen. Ich muss eine Handelsroute mit der Krone machen. Bei mir läuft es gerade nicht so gut. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du erklärst mir den Krieg und willst dann noch Hilfe? Ihr habt dir gar nicht den Krieg erklärt. Wie kann ich dir denn helfen? Bitte Geld. Geht das? Bis? Nein, wir haben ja unbegrenzt. Ja, eben. Aber generell geht das, dass man sich hilft? Das weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, das hier ist ein neuer Spielstand gewesen. Mittlerweile ist er ja nicht mehr so neu. Und deswegen ist meine Frau auch dementsprechend ein bisschen weiter. Ich habe eine Tunnelverbindung. Ha! Mit was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss erstmal gucken hier. Ich bin komplett überfordert. Ich brauche jetzt erstmal eine Botschaft. Weil ich muss hier wichtige Menschen einladen. Wichtige? Ja. Okay. Und ich brauche eine Polizeiwache. Okay. Also das Spiel ist natürlich, wenn man reell mit wenig Geld anfängt, natürlich herausfordernder, wie wir das jetzt machen. Muss man dazu sagen, wir haben ja das Problem mit dem Geld nicht. Wir werden aber sicherlich auch mal anders spielen. Ja. Das denke ich. Bank. Also, dass wir das Ganze auch ein bisschen schwieriger gestalten. Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal die Häuser anschauen. So, da gibt's Häuser. Oh, meine Piraten sind wieder zur Verfügung. Ja! Das Tolle ist, dass die Häuser teilweise, wenn du sie... Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur ja. Dass die ganz anders aussehen. Die sehen nicht immer gleich aus, sondern die wachsen, wollte ich gerade sagen. Die gestalten sich teilweise anders. Siehst du bei den Luxusvillen? Die sehen nicht alle gleich aus. Ich habe 3 Stück gebaut und alle 3 sehen unterschiedlich aus. Ich habe 2 gebaut und stimmt, die sehen auch beide unterschiedlich aus. Ich habe überall diese Baracken rumstehen. Ja, okay. Können wir alle abreißen. So. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt hier eine Botschaft. Ach, sie hat schon eine Botschaft. Madame Oberwichtig. Ja, ja. Ich muss jetzt irgendjemanden einladen. Aber wie mache ich das jetzt? Jetzt habe ich was gesendet. Alter. Friedi. Ja. Meine Piraten waren 720 Tage gesperrt, weil sie erwischt wurden, wie sie Stonehenge klauen wollten, ne? Jetzt sind sie 360 Tage gesperrt wegen Windstillstand. Okay. Ich reiß das Scheißding gleich ab. Was soll denn der Mist? Mein El Präsident, der hockt in einer Farm rum. Was? Aktivität Freizeit, Position Implantage. Mein El Presidente macht gerade Urlaub. Ich
interessant, wenn du da mal ganz runter gehst mit der Kamera und mal durch die Straßen gehst. Das sieht echt aus wie so eine echte Stadt. Das stimmt. Schon cool gemacht. Oh, ich bin jetzt auch aufgestiegen. Ja? Ja. Cool. Das entwickelt sich schön. So, Verfassung von Tropico. Wahlrecht alle Bürger, Militär, pazifistischer Staat. Mehr kann ich nicht auswählen. Okay. So. Ich muss jetzt jemanden retten. Wo habe ich denn jetzt hier meine Piratenbucht? Hier. Also, dann muss ich... Was da? Farm? Gut, retten wir mal alle. So. Wie, du rettest alle? Ich muss jetzt alle retten. Du bist nicht hier, wie heißt sie nochmal? Sag mal schnell. Du bist nicht Mutter Teresa. Du musst nicht alle retten. Doch, ich muss aber erst noch die Mails checken und dann die Welt retten. Aha. Wenn hier alle Baracken abreißen. Nee, da kommst du nach ein paar Tagen rein und alles voller Baracken. So, also jetzt muss ich mich erstmal überhaupt mal orientieren. Präsidente, lieben Sie es nicht, den Schiffen beim Verlassen des Hafens zuzuschauen? Jedes beladen mit Gütern für den... Ich muss rum exportieren. Exportieren, nicht importieren. Da ist aber nichts mit exportieren. Brauche ich da jetzt die Tunnel weiter? Brauchst du gerade einen Tunnel? Ich versuch's. Ich wollte es gerne mal ausprobieren, weil ich hier an einer Stelle tatsächlich einen Tunnel gebrauchen könnte. Ist ich jetzt damit verbunden? Da habe ich nicht eine Rumdisterie. Doch, natürlich habe ich die. Da ist sie doch. Das ist ja witzig. Jetzt habe ich hier eine Straße. Die Schiffe hören sich an wie Züge. Aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht. Ja, das stimmt. Ging ein bisschen. So, jetzt muss ich noch was forschen. Ups. Wo war denn das? Nee, da geht's nicht. Kirchengebührstufe. Was? Wer geht denn zur Kirche? Kirche und Staat. Okay. So kann ich das machen? Ach du Scheiße. Was ist? Oh nein, meine Taverne brennt. Oh, hast du keine Feuerwehr? Was? Gibt's das? Ich glaube ja. Oh. Das wollte ich gar nicht. Das wäre vielleicht nicht so schlecht.
Oh. Kann ich die denn hinsetzen? Ich möchte aber nicht mit den Achsenmächten, obwohl doch, der heißt Erich von Strom. Der muss, ist vertrauenswürdig. Hä? Ja? So, jetzt bau mal schneller hier. Ich brauche Feuerwehr. Bei mir brennt's. Schnell. Dieses Bündnis, was du da abschließen musst. Ja. Wie hast denn du das gemacht? Welches Bündnis? Oh, über die Botschaft. Ich habe gar keine Botschaft. Ach so. Also kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also. Wo sind denn jetzt hier Palmen? Hubschrauber gibt's denn noch da? Parkdeck. Ach du liebe Zeit. Mensch. Ja, ich wähle eine Seite. Bitte. Ich muss mich jetzt erstmal hier um mich kümmern. Ich kann ja hier nicht permanent irgendwas bauen. Ja, jetzt steht eine Feuerwache. Nein, ich will keine Evakuierungsübungen. Ich will, dass du... losfährst. So, ich soll eine Feuerwache bauen. Wo ist denn die Feuerwache? Ja, die würde ich an deiner Stelle bauen. Das ist ganz schön. Anstrengend hier. Findest du? Umspannwerk. Okay. So, erstmal eine Bushaltestelle bauen. Busgarage. Ja, bei mir fahren sie schon mit dem Bus. Also hoffe ich, dass sie gleich mit dem Bus fahren. Ist das? Gold exportieren? Ich habe gar kein Gold. Wie soll ich denn Gold exportieren? Ja, ich soll auch rum exportieren und, ach jetzt. 1000. Wenn 1000 zusammen ist, dann musst du das exportieren. Also bei mir kannst du Rum kaufen. Ach so. Ich habe Rum zu verkaufen. Ich brauche tatsächlich mal ein Goldvorkommen. Wo gibt es denn hier Gold? Da gibt es kein Gold. Kein Gold. Kein Gold. Gibt es hier nirgendwo Gold? Ich weiß gar nicht, wo du das herkriegst. Eine Klinik hast du auch. Highschool, Universität, Radiosender, Kabarett. Also ich sehe tatsächlich ein Goldvorkommen. Waffenfabrik. Ölbohrturm. Ich sehe tatsächlich kein weiteres Goldvorkommen, krass. Wie meinst du, du siehst es halt, das wollte ich gar nicht, du siehst es nicht. Ich sehe jetzt zwei Goldvorkommen auf der ganzen Inselwelt hier. Wie siehst du die? Indem ich in den Bergwerk genommen habe, Gold ausgewählt habe.
So hat er mir dann nur die Goldvorkommen angezeigt, wenn ich jetzt mit der Maus über die Karte gehe. Also ich bin so über die Karte gescrollt und hab mal geguckt. Wie kannst du da Gold auswählen? Rechts in dem Menü. Das sind auch alle Ressourcen und da habe ich dann einfach mal nur Gold ausgewählt. Wenn du das Bergwerk einer Maus hast. Übers Baumenü das Bergwerk ausgewählt. Na, zum Bauen, als würdest du ein neues Bergwerk bauen wollen. Und dann konntest du darüber sehen. Dann konnte ich sehen, wo das Ganze war. Ach, da. Funktioniert? Ja, ich sehe nur kein Vorkommen. Bei mir ist alles rot. Irgendwas habe ich gerade abgeschlossen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was. Nee, ich sehe bei mir gar nichts. Da. Okay. Ja, auf deiner Insel gibt's auch kein Gold. Ja, ich merk's auch grad. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. So, dann machen wir mal eine... Das geht doch bestimmt. Ich mache jetzt eine Touristenbusfahrt. Okay. Ich habe zwar noch kein Hotel. Oder sonst irgendwas. Aber ich habe eine Ruine. Oh Gott. Okay. Ich soll eine Feuerwache bauen, ich soll ein Gefängnis bauen, also vielleicht soll ich langsam mal anfangen. Was sagst du nicht? Was hast du was? Okay. Hier fährt Polizei rum. Was? Polizei? Mhm. Ich habe nichts gemacht. Da kannst du sogar entscheiden, ob jemand was zahlt oder nicht. Oder freie Fahrt. Ich mach mal freie Fahrt. Okay, cool. Bit. Parkdeck haben wir daneben. Kirchengebührstufe, die Forschung läuft. Polizeiwache. Jo, falsch publiziert. Okay. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh Gott. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. Was ist? Jetzt hat er mich erschrocken. Jetzt wollte ich gerade was bauen. Jetzt taucht dieser blöde Pirat auf. Es war überhaupt keine Windstille. Die Depperle haben Steine an Bord gehabt. Du immer mit deinen Piraten hast. Ich habe mit denen gar kein Problem. Mir ist vor die Depperle. Was machst denn du mit denen? Weiß nicht, die bald feuern. Meine sind am Retten. Ja, meine sollen eigentlich auch arbeiten, aber die wollen halt nicht. So. Erstmal Sachen hier. So. Okay. Sieht schon schick aus. Radiosender. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Da die Highschool Universität Radiosender. Ja, okay, das geht noch nicht. Welche Klinik Feuerwehr?
Ein Schutzturm, eine Kaserne, der Basis Kommandogarnison. So, okay. So. Okay, Radio gibt es bei mir auch schon. Oh, mein Stonehenge kommt eingeflogen. Da steht ein Bus. Och, ist der süß. Unsere Genossen freuen sich. Aha, ich besitze jetzt Stonehenge. Hä? Was? Was besitzt du? Stonehenge. Was ist das? Dieses Wahrzeichen aus... Wie heißt das? Aus Schottland. Achso. Diese Steinkreise. Oh, mir kann mal einer sagen, dass es bei mir brennt. Achso, was ist eigentlich aus meiner Taverne geworden? Mal abreißen. So, dann brauchen wir noch eine Highschool. Und... Wo ist mein Feuerwehrauto? Da brennt's. Wir brauchen... eine Universität. So. Dann werden die alle furchtbar schlau. Nee, das dürfen wir nicht zulassen. Die Leute dürfen nicht schlau werden, weißt du doch. Warum? Sonst werden sie aufdringlich, wenn Leute nachdenken. Ach so. Immer dran denken. Immer dran denken, nicht zu denken. Okay. Ich baue jetzt erstmal ein Staatsgefängnis. Okay. Oh, und dann habe ich hier noch was ganz Tolles. Mein Feuerwehrauto ist da. Und der sieht aber jetzt nicht so aus, als würde es den Brand unbedingt löschen können. Vor allem ist der ein so ein People, weißt du, der hat jetzt gelöscht. Einer. Ja, das ist Superman. Wie habe ich denn jetzt hier so ein Ausrufedings? Ist auflösen, ist doch gar kein Brot. Ah, doch! Da protestieren Leute von meinem Palast. Was? Was hast du angestellt? Ich löse gerade den Protest auf. Oh Gott. Ups. Verhandeln. El Presidente, das Volk ist wütend natürlich nicht auf Sie, sondern auf das, was aus Ihnen geworden ist. Versprechen Sie, Gesundheitsversorgungszufriedenheit in den nächsten 2 Jahren um 8 zu steigen? Bestechen Sie die Demonstranten? Ja. Gesundheitsdurchschnitt von 26. Ich brauche irgendwas mit Gesundheit. Du hast doch, glaube ich, Krankenhaus oder sowas. Ja, ich schaue gerade. Klinik. So, erstmal eine Klinik bauen. So, jetzt kann meine Gesundheit schon mal verbessern. Aber, Sweetie. Ja. Das soll es mit der heutigen Folge Tropico 6 gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.